Österreich ist ein Touristenmagnet. Schön, vielseitig und reich an Kultur. Zwei der berühmtesten und reizvollsten Städte sind Wien und Salzburg. Prächtige Gebäude und prunkvolle Schlösser schmücken beide Orte. Aber wo liegen die Unterschiede? Wenn ihr euch fragt, welche Destination besser zu euch passt oder es euch einfach interessiert, was die Regionen so zu bieten haben, ist das hier das richtige Video für euch. Kultur. Wien hat unendlich viele Möglichkeiten, Kunst, Kultur und Musik zu erleben und ist deswegen ein extrem beliebtes Reiseziel für Kulturinteressierte. Ein Kunsthotspot ist ohne Zweifel das Schloss Belvedere. Ihr könnt österreichische Kunst mit weltberühmten Werken im oberen Belvedere besichtigen oder wechselnde Sonderausstellungen im unteren. Das Schloss ist aber schon ein Highlight an sich. Weitere historische Must-Sees sind der Stephansdom und auch das Schloss Schönbrunn. Musikfans sollten in Wien ausreichend Opern und Konzerte finden, zu jeder Jahreszeit. Natürlich sind die Wiener Staatsoper und das Konzerthaus die Hotspots für erstklassige Musikveranstaltungen. Es gibt jedoch auch kleinere Veranstaltungen für weniger Geld, die ihren Reiz haben, wie zum Beispiel in der Peterskirche. Wer aber schon mal in Wien ist, sollte unbedingt die Wiener Kaffeehauskultur erleben. Die Wiener Wohnzimmer sind bekannt für ihre einzigartige Atmosphäre, in der man lokale Kultur genießen kann. Salzburg ist als Geburtsstätte Mozarts natürlich besonders für sein kulturelles Erbe bekannt. Das Geburtshaus und das Wohnhaus Mozarts sind deswegen auch wichtige Anlaufpunkte für Musikinteressierte. Auch in der als UNESCO-Kulturerbe ausgezeichneten Altstadt mit ihrer barocken Architektur und den charmanten Gassen lassen sich Mozarts Spuren erkennen. Ein absolutes Kultur-Must-See ist das Domquartier, das den Dom und mehrere Museen vereint. Unser Tipp: die Dachterrasse mit Blick über die Stadt. Ein weiteres Highlight ist die Festung Hohensalzburg, wo euch fast 1000-jährige Geschichte erwartet. Allein die Festungsbahn ist schon eine Attraktion für sich. Natürlich kann Salzburg auch mit seinen musikalischen Veranstaltungen mithalten. Die Salzburger Festspiele sind eines der bekanntesten Musikfestivals der Welt. Fazit: Wien und Salzburg teilen ihre Leidenschaft für klassische Musik und Kunst. Wien hat dabei eine breitere Palette von kulturellen Veranstaltungen, dafür hat Salzburg eine kompaktere Altstadt und durch Mozart eine stärkere Verbindung zur Musikgeschichte. Freizeitaktivitäten. Neben kulturellen Veranstaltungen gibt es aber eine Menge mehr zu sehen. Zum Beispiel schöne Parks wie den Stadtpark, in dem man gut spazieren und sich die Zeit vertreiben kann. Ein besonders cooler Park ist der Prater, mit über 250 Attraktionen für die ganze Familie. Hier ist nicht nur Spazieren, sondern auch Action angesagt. Ein beliebtes Fotomotiv? Das berühmte Wiener Riesenrad. Wien hat aber noch weitere besondere Orte, wie zum Beispiel das AIDA-Café neben dem Stephansdom, das sich perfekt für ein paar Selfies neben Kaffee und Kuchen eignet. Ein Insider-Tipp von uns ist eine Tour durch die versteckten Weinkeller Wiens. Es lohnt sich. Salzburg hat ebenfalls mehr zu bieten als sein kulturelles Angebot. Bei einem Altstadtspaziergang kannst du so einige tolle Dinge erleben und sehen, wie zum Beispiel die Salzach, der Salzburg auch seinen Namen verdankt. Darauf kann man eine Bootsfahrt unternehmen und die Stadt auch vom Wasser aus erkunden. Da die Stadt von den Alpen umrahmt ist, lohnt sich natürlich auch ein Ausflug in die Berge. Sie sind nur eine kurze Fahrt entfernt und bieten großartige Möglichkeiten zum Wandern und anderen Outdoor-Abenteuern. Der Geißberg zum Beispiel ist bekannt als Flugberg. Wer traut sich? Auch der Mönchsberg ist ein absolutes Highlight, denn er beherbergt das Modern Art Museum. Besonders beliebt für Outdoor-Enthusiasten sind die Wanderwege vorbei an den alten Burgen. Fazit: Wer Vielfalt und Unterhaltung sucht, ist deutlich besser in Wien aufgehoben. Wer aber Outdoor-Fan ist, wird Salzburg für seinen Charme und die Naturerlebnisse lieben. Shopping. Wien ist ein echtes Einkaufsparadies. Die Shopping-Kings und Queens unter euch kommen besonders auf der Maria-Hilfer-Straße auf ihre Kosten. Hier gibt es genügend Möglichkeiten zum Bummeln und auch ein paar coole Spots wie diesen Sonnenbrillenautomaten. Wer aber einen exklusiveren Geschmack hat, ist noch besser am Kohlmarkt aufgehoben. Hier findet ihr weltbekannte Designer. Lasst euch auch nicht den Naschmarkt entgehen, wo ihr lokale und exotische Köstlichkeiten findet. Salzburg ist ebenfalls zum Shopping geeignet. In der charmanten Altstadt findet man viele Handwerksläden, Souvenirläden, aber auch Geschäfte, die traditionelle Trachtenkleidung anbieten. Die Getreidegasse hat viele Geschäfte und bietet ein tolles Flair. Salzburg bietet auch tolle Märkte, die man erkunden kann. Hier findet ihr einzigartige Geschenke und Souvenirs.
Fazit: Wien bietet das internationalere Shopping-Erlebnis mit einer breiteren Auswahl an Geschäften. Salzburg ist eher etwas für die, die sich für die lokalen Schätze interessieren. Kulinarik. Wien ist eine Stadt, in der die kulinarische Vielfalt im Mittelpunkt steht. Hier gibt es sowohl traditionelle als auch internationale Gerichte. Ein absolutes Muss ist die Wiener Küche, die für Gerichte wie Wiener Schnitzel, Tafelspitz und Apfelstrudel bekannt ist. Die Stadt bietet zahlreiche Restaurants, Gasthäuser und Kaffeehäuser, in denen es diese Speisen zu probieren gibt. Besonders die Wiener Kaffeehauskultur ist legendär. Eine Tasse Kaffee und ein Stück Sachertorte sind ein Muss. Außerdem ist Wien stolz auf seine Weinkultur mit vielen Weinstuben in den Vororten, wo ihr lokale Weine und traditionelle Schmankerl kosten könnt. In Salzburg dreht sich die kulinarische Erfahrung mehr um Tradition und regionale Spezialitäten. Die Stadt ist berühmt für ihre Mozartkugeln, handgemachte Pralinen aus Marzipan und Nougat. Salzburg ist auch stolz auf seine österreichischen Gerichte, wie das Salzburger Nockerl, ein süßes Soufflé und das Rindergulasch mit Semmelknödeln. Ein Besuch in einem traditionellen Biergarten ist auch eine großartige Möglichkeit, die lokale Bierkultur und die gesellige Atmosphäre zu erleben. Fazit: Ähnlich wie beim Shopping bietet Wien eine breitere Palette an kulinarischen Optionen. Salzburg hingegen konzentriert sich auf die Bewahrung traditioneller Rezepte und regionaler Spezialitäten. Hier gibt es authentische österreichische Gerichte in gemütlicher und gastfreundlicher Umgebung. Wer so viel wie möglich erleben will, ist besser in Wien aufgehoben. Hier gibt es Großstadtfeeling und Aktivitäten nonstop. Wer sich aber einen entspannteren und authentischen Aufenthalt in Österreich wünscht, wird Salzburg besser finden. Wer ist euer Favorit? Wien oder Salzburg? Schreibt uns euren Favoriten gerne in die Kommentare und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Euer Team von Marco Polo TV.